Hallo zusammen und einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Traderinnen und Trader. Willkommen zu den neuen Handelsideen für den zweiten Handelstag der Woche. Wir haben Dienstag, heute geht es um den, ich hätte jetzt gesagt, bärenstarken Nikkei, aber mit Bären hat das relativ wenig zu tun. Wir sprechen über den US-Dollar, Kanndollar und mal wieder über den Eurostoxx 50. Sonst haben wir ja immer nur den DAX auf der Uhr, aber den Eurostoxx 50 kann man ja auch handeln und da gab es gestern Interessantes zu sehen und da gucken wir heute gleich mal drauf, wie sich das Ganze entsprechend fortsetzt. Alexander, schönen guten Morgen und alle, die hier live auch zuschauen, wenn Sie eine Frage haben, scheuen Sie sich nicht, einfach hier rein in den Chat auf Facebook und dann gehe ich auch direkt mit drauf ein. Bevor wir hier in die Details gehen, der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Punkt. Damit in die Tagesnachrichten. Wir wissen, dass Nachrichten bewegen die Märkte. Ich glaube, die wichtigsten Nachrichten, die warten am Mittwoch auf uns, also morgen Thema Fed und Zinsen und alles, was so damit noch zusammenhängt. Aber heute um 16 Uhr erstmal sehr, sehr wichtige Nachrichten vom Thema Verbrauchervertrauen. Hier sehen Sie das Conference Board Confidence, wird veröffentlicht und zwar um 16 Uhr, ja. Das läuft in den USA folgendermaßen ab, wie bei uns, bei unserem Verbrauchervertrauen. Es wird einfach geschaut, wie die Verbraucher so drauf sind, wie das Vertrauen in die Wirtschaft sind und entsprechende Anstiege oder Abschläge werden dann halt entsprechend auch zur Prognose genutzt und das wird die Indexentwicklung hier, wenn starke Abweichungen sind, natürlich auch beeinflussen können. Auf alle Fälle um 22.30 Uhr gibt es dann noch die API Rohöllagerbestände auch aus den USA, allerdings 22.30 Uhr deutsche Zeit. Ansonsten, Sie sehen es selbst, so wirklich Riesennachrichten gibt es heute nicht. 8 Uhr stand das Thema Großhandelspreisindex auf der Uhr. Ich denke mal, das wird jetzt nicht die riesengroßen Relevanzen haben, sonst hätten wir hier nicht den Impact mit der Nummer 1 stehen. Also alles in allem ein nachrichtentechnisch ruhiger Handelstag. Das heißt, wir können uns auf das fokussieren, was so ja, normal am Handelstag passiert. Wie schon gesagt, 16 Uhr aus den USA. Das Verbrauchervertrauen, das hat eine wichtige Bedeutung für den Markt. Und dann gehen wir auch direkt in den Markt entsprechend hinein. Ich hatte es erwähnt, wir haben den Nikkei, US-Dollar, Kanndollar und den Stoxx 50 auf der Uhr. Aktuell hier heute Morgen aus dem Check der Charts ist rausgefallen, der US-Dollar, Kanndollar. Deswegen habe ich den gleich auch hier für Sie noch mit im Bilde. Was sehen wir hier? Wir sehen hier oben, ja, wenn wir das mal als Abwärtstrend nehmen, einen Schub oben drüber über die 1,31734. Nur der Markt wollte da oben einfach nicht bleiben, hat sich anders überlegt, ist wieder rumgedreht, hat hier untergeordnet wieder einen Abwärtstrend gebildet und kam hier unten im Bereich der Marke von 1,28868 zum Stehen. So, Punkt. Das ist erstmal das, was wir aktuell sehen. Da war erstmal Ende der Fahnenstange. Ich glaube, wir waren ja ein kleines Müh unten drunter. Was war denn das Tief hier? Wir hatten das Tief bei 1,28846 und dieses Tief hier war bei 1,28871. Ja, es ist ein Müh drunter. Trotzdem ist der Markt abgeprallt. Das Unterstützungslevel hat hier gehalten. Jetzt wird es spannend. Was passiert als nächstes? Warum wird das jetzt spannend? Schau mal, wir haben hier diesen Schub nach unten. Hier oben letztes Korrekturhoch. Hier haben wir einen Widerstand bei 1,29770. Der Abprall ist hier unten gekommen, hat ein bisschen gedauert, bis er Fahrt aufgenommen hat. Auch im gestrigen Tag, ich hatte den Wert immer mal so ein bisschen am Rande auf der Uhr, der war einfach nur zäh, der wollte nicht loslaufen. Aber dann kam doch Schub oben raus und wir sind hier oben rangelaufen oder beziehungsweise wir sind schon mal knapp an diesem Bereich rangelaufen. Das da oben ist halt einfach ein Widerstand. Wird der genommen, ja, dann ist es so, dass sich diese Korrektur, diese Bewegung mit guter Wahrscheinlichkeit auch noch ein Stück weiter fortsetzen kann. Marken auf der Oberseite, die wir hier finden, sind gerne an den Tageshochs auch zu suchen. Das heißt, hier wären das die 1,30167 beziehungsweise dann hier oben dieses Korrekturhoch bei 1,30653. Das mal die Marken hier auf der Oberseite. Aber wenn der Markt am Widerstand das tut, was er normalerweise an einem Widerstand tut,
wenn der Widerstand ernst genommen wird, dann dreht er halt rum. Und wenn er rumdreht, wäre das ein Zeichen dafür, dass die Korrektur ganz gut gelaufen ist. Wir messen die auch mal eben ganz fix aus. Warten Sie, hier oben hat sie angefangen, hier unten war sie zu Ende. Also wenn wir mal schauen, die 50% Marke, die ist auch in etwa hier, wo dieses Level war. Schauen wir mal, was wir machen. Wenn der Markt rumdreht, dann sehen wir das auch am ehesten in den kleineren Zeiteinheiten. Aber wenn er das tut, haben wir natürlich auch nach unten hin etwas an Potenzial. Heißt auf alle Fälle mal, wir haben das Tageshoch, das Tagestief entsprechend von gestern hier mit auf der Latte. Das heißt, das sind Kurse von ungefähr 1,29,084. Ich mache das eben mal noch grün für Sie, damit es zum Kontext passt. Es ist ja eine Unterstützung, die werden hier immer grün angezeigt. Und danach folgt schon wieder dieser Support hier unten um die 1,28,868. Bricht der Markt unten drunter durch. Das heißt, gibt es hier nicht so ein Ping-Pong-Gespiele hin und her, was immer flacher wird und immer weniger Trades zulässt. Wenn es den Ruck unten drunter gibt, dann haben wir hier ganz klar sichtbar Linien hier aus diesem Trendverlauf. Die Bewegungen, Korrekturen, interessant sind hier die Bewegungstiefs, die Korrekturtiefs. Klar, hier gibt es auch noch einen Anlaufpunkt als Tagestief, was wir hier haben, hier um die 1,28, wo stehen wir hier, zack, jetzt bin ich drüber gerutscht, ungefähr 1,28,580, aber hier ist halt der Bereich des Korrekturtiefs bei 1,28,399 hier unten in diesem Bereich und dann etwas tiefer hier auch dieser von mir angedeutete Bereich hier bei 1,27,460. Also das mal hier auf der Unterseite liegen, dieses Potenzial. Das ist ein bisschen höher als das auf der Oberseite, weil nach oben hin geht es halt gegen den Trend, ne? Also das heißt, bevor das Ding hier ausgenockt wird, müssen wir erstmal sozusagen hier oben drüber über die 1,30, 6,35. Dann wäre es interessant zu sagen, gut, jetzt ist erstmal das Teil gebrochen. Jetzt gehen wir möglicherweise in den Punkt rein, dass wir sagen, okay, hier unten gab es kein neues Tief. Dieses Hoch hat das Hoch gebrochen. Und wenn wir dann hier oben drüber laufen, haben wir wieder einen neuen Aufwärtstrend, einen großen Aufwärtstrend sozusagen, der dann diese Anlaufpunkte hat. Nur davon sind wir noch weit, weit weg. Hier müssen wir erstmal schauen, wirklich, was der Markt macht. Bleibt er stark? Ist Upside-Potential da? Ansonsten eher die Schwäche, wo wir das größere Potenzial auf der Unterseite sehen können, wenn wir hier in Flussrichtung dieser Marschroute weiterlaufen. Das zum US-Dollar. Und damit würde ich ganz gerne in den Indexbereich reingehen und wir starten mal hier mit dem Nikkei. Den Nikkei, den hatten wir ja jetzt schon einige Male auf der Uhr. Ich bleibe aber dabei, es ist ein geiler Markt. Das ist wirklich, also was wir hier sehen, ist wirklich herrlich anzuschauen. Wir haben wirklich einen Markt, der, schauen Sie mal hier, der ist von unten rausgekommen, hat das ganze Geplänkel hier einfach dann links liegen lassen mit dieser schönen starken Bewegung. Dann hat er zwar etwas, ja, ich sag mal so, wir haben hier oben gesehen, er wollte nicht richtig hoch, aber er ist auch nicht mehr so brutal eingebrochen wie der DAX beispielsweise, sondern er hat hier schön ein ansteigendes Dreieck ausgeformt und wir hatten hier letzte Woche den Ausbruch. Das war schon mal sehr gut zu sehen. Und dieser Ausbruch, der kam wirklich mit ordentlich Schmackes, wie man hier bei uns so schön sagt. Da kam richtig Dampf auf den Kessel und dann schob es nach oben. Und das, ich sage mal, entweder man packt das gleich hier unten oder man wartet den Schub ab und schaut erstmal, was die Korrektur so macht. Wir hatten ja hier auf dem Weg nach oben auch ein paar Anlaufpunkte, die der Markt auch sehr schön weggenommen hat. Und jetzt sehen wir hier oben so eine etwas seitwärts laufende Korrektur. Und das ist ein Zeichen von wirklicher Stärke. Da oben will einfach keiner verkaufen. Der tingelt so ein bisschen seitwärts rum. Verkäufer bleiben wirklich außen vor und dachten, das ist wirklich hervorragend und ein Zeichen dafür, dass wenn der Markt hier weiterlaufen möchte, ja, dann sehen wir, der will ja jetzt schon hier oben, sind wir jetzt schon wieder drüber. Deswegen habe ich mal diesen Bereich hier speziell markiert. Wir laufen schon wieder oben drüber. Und wenn der Ruck kommt, ich meine das Potenzial, wenn man sagt, das Potenzial ist begrenzt bei diesem Widerstand hier oben, ja, da ist nicht mehr so viel da. Aber wenn man sich das Gesamtbild mal anschaut, wenn der hier oben über dieses Allzeithoch drüber geht, dann haben wir schon die Chance, dass da nochmal deutlich mehr Käufer kommen. Und das ist das, worauf ich spekuliere, hier in diesem Moment zu sagen, wenn der Schub kommt und wir gerade eine Phase haben, in der neue Hochs gekauft werden, dann haben wir da auch ordentlich Potenzial, das Ganze hier noch ein Stück weit nach oben voranzuschieben. Das ist sehr, sehr interessant und das ist genau das, worauf ich hier persönlich meinen Fokus nehme. Deswegen habe ich das Teil auch heute mit reingenommen. Wir haben hier
definitiv eine schöne seitwärts laufende Korrektur, die sich so langsam anschickt, wieder nach oben zu laufen. Wer sich das Ganze mal in der Stunde anschaut, wir haben hier schon wieder einen Aufwärtstrend, der steht jetzt weit in der Bewegung und man muss natürlich auch sagen, gut, die Range da oben ist relativ flach, da ist nicht wirklich so viel mit Trends zu sehen, aber wenn man das Gesamtbild mal sieht und einfach sagt, okay, hier, man hat hier Bewegung, man hat hier Korrektur, man hat als nächstes wieder eine Bewegung. Wann haben wir dann jetzt? Wir haben jetzt nur eine Korrektur dieses Aufwärtstrends in der Stunde. Und das Teil setzt sich nun mal hier oben fort. Und damit haben wir eine Trendfortsetzung auf der Stunde, und die durchaus das Potenzial hat, den Markt nach oben zu bewegen und hier diesen Markt über die 24.170 Punkte mit drüber zu schieben. Ludger, schönen guten Morgen, dich hier zu sehen, freut mich wieder. Schauen wir mal, was der Markt hier macht. Auf alle Fälle bullisch hoch 10, in meinen Augen wirklich sehr, sehr, sehr schön. Aber Sie wissen das, wo es Chancen gibt, gibt es Risiken auf der Unterseite. Wenn das Ganze hier nach unten verlassen wird, dann ist dieses Szenario auf der Oberseite erst einmal etwas hinfällig. Dann kann es etwas tiefere Korrektur geben. Das muss man einfach mit im Blick haben, ja. Aber dieses Korrekturmuster ist einfach ein bullisches Muster. Und so möchte ich persönlich das auch sehen und behandeln. Und wenn es der Markt spielt, sind das wirklich eindeutige Zeichen, dass er hier nach oben möchte. Und mit diesem schönen bullischen Markt möchte ich jetzt gerne mit Ihnen in den Euro-Stoxx 50 schauen. Da hatten wir ja auch wie beim DAX letzte Woche schöne Düse nach oben angemacht hier. Kurz vor den Zahlen bzw. vor dem großen Verfallstag geht hier der Turbo rein, wird der Turbo gezündet. Wir haben die großen Schübe hier nach oben gesehen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ich hatte das im Blog vom Montag auch avisiert, jetzt ist sozusagen der Markt fertig mit dem Verfall. Alles wurde abgerechnet. Jetzt kommt es halt wirklich drauf an, was hier an dieser Stelle weitergemacht wird. Heißt also, entweder das Ganze war so ein bisschen fundamental auch mitgetrieben, oder aber es war nur der Abrechnung der Wetten geschuldet. Wir wissen es nicht. Wir können nur gucken, was der Markt macht. Dafür identifizieren wir ja die Trends und lernen zu lesen, was das sozusagen, was das Verhalten der Händler hier in den Charts auch macht. Und das, was wir hier sehen, ist ein Zeichen, wo ich sage, es könnte unter Umständen sein, dass wir hier ein bisschen tiefere Korrektur sehen werden. Warum denke ich das? Ich muss natürlich auch warten, ob der Markt das spielt. Aber wir hatten hier den Schub nach oben und nach sozusagen um den Bereich des großen Verfalls fingen die Kurse an zu fallen. Und dann haben wir am Montag die Verkäufer komplett weiter nach unten gedrückt. Und wenn sich dieses Teil bestätigt, dieses Korrekturmuster hier, dieses Kerzenmuster, durch weiterfallende Kurse, dann kann es erst einmal sein, dass wir hier ein Stück weit Korrektur sehen. Ist jetzt nichts Dramatisches, müssen wir aber drauf achten. Warum ist das so wichtig? Oben rüber ist immer noch Abwärtsdruck, ne? Wir sehen das hier. Und da, solange, wie sozusagen hier, nicht mal wenigstens diese Marke rausgenommen wird, ist immer noch der Abwärtsdruck vorhanden. Das heißt, da sehen wir, der Markt will noch nicht so richtig hoch. Und was wir jetzt hier sehen ist, wenn wir uns das ganze Bild mal anschauen, wir hatten ja hier untergeordnet schön den Trend nach oben laufen. Warten Sie, ich mache uns das mal grün. Aufwärtstrend sieht grün einfach schöner aus, da bleibt alles im Kontext. So, wir hatten hier, das war die erste initiale Bewegung, die hier unten vom April-Level kam. Hier, das war ja dieser Bereich hier unten, wo nichts tiefer ging. So, dann hatten wir die Korrektur und jetzt lief der Markt halt brutal hoch. Eine Wahnsinnsbewegung. Und Sie wissen das ja, was ich dazu immer sage, überdehnte Bewegungen werden auch irgendwann korrigiert. Und das könnte jetzt sein, dass sich diese Korrektur hier mit diesem Muster andeutet. Und wenn sich das Ganze fortsetzt, dann haben wir Potenzial nach unten hin. Und das habe ich mal für Sie. Sie sehen es auch hier wieder an der magentafarbenen Struktur. Ich habe wieder in die Zeiteinheit drunter geguckt und da sehen wir sozusagen hier erst einmal diesen momentanen Abwärtstrend in der Stunde. Und jetzt kommt es darauf an, was der Markt macht. Setzt sich das Teil fort, haben wir hier unten Anlaufpunkte um die 3.373 beziehungsweise hier irgendwo dieser Bereich 3.349. Das sind mal Anlaufpunkte, wo der Markt häufig hin und her gesprungen ist. Hier ganze noch ein Stückchen tiefer beziehungsweise in der Stunde gibt es da noch den Ruck nach unten hin, was wir hier auch sehen können. Also hier unten an diese Stelle ran. Das wäre man dieser Startpunkt hier, dieser Initiale, wo wir hier gewesen sind, wo die erste Korrektur geendet hat, nachdem diese Bewegung gestartet ist. Das ist mal das, was auf der Unterseite steht. Das wäre für einen Markt, der wirklich stark nach oben möchte,
nicht so schön, wenn wir so tief laufen, aber die Gefahr ist halt vorhanden. Auf der anderen Seite, wenn sich das Szenario nicht widerspiegelt und der Markt sich sagt, gut, das war es jetzt an Korrektur, dann ist es natürlich schön, was wir auf der Oberseite haben, weil dann hat diese starke Bewegung hier halt nicht nur diese Abrechnungsgründe gehabt, sondern zeigt uns auch, der Markt will hoch. Wenn wir hier oben drüber gehen, über die 3.435 Punkte, dann haben wir das Potenzial, hier oben reinzulaufen. Schauen wir mal, hier hat man das hoch. Dieser Korrektur bei 3.464 und auf dem Weg dahin, wenn das wirklich hier gewuppt wird, dann haben wir hier ein paar Tageshochs liegen um die Marke von 3.457, kurz drüber ist die 3.459 und dann haben wir schon dieses Korrekturhoch hier an dieser Stelle. Das ist interessant, wenn es der Markt macht. Also hier kann man wirklich schönen Fokus rauflegen auf das, was passiert. Ich bin mal sehr gespannt, was jetzt hier passiert. Open-Range-Strategie kann man übrigens nicht nur im DAX traden, sondern man kann eine Open-Range-Strategie auch im Eurostoxx 50 traden. Das heißt, wir können uns hier genauso die Stundenkerzen anschauen bis 9.05 Uhr, was hier entsprechend passiert. Und wenn wir uns diese Kerze mal anschauen, dann sehen wir halt, so richtig viel Musik ist nicht drinnen. Es ist eine relativ flache Kerze. Wir haben hier bei dieser Kerze aktuell das Low bei 3.407 und das High bei 3.413. Das heißt, das sind 5 Punkte dazwischen. Das ist nicht wirklich viel, was hier an dieser Stelle ist, aber es ist eine Kerze. Und wenn die ganze Kerze sich nach oben auflösen sollte, dann wäre ein Prozedere gestattet, dass wir durchaus hier auf diese Trendverläufe, also auf diese Hochs im Abwärtstrend raufgehen können. Und wenn er die wuppt, dann wäre das das Zeichen, dass man sagt, okay, der Markt will jetzt doch nicht tiefer korrigieren in diese Bereiche hier rein, sondern er nimmt wieder Stärke auf und läuft nach oben. Schauen wir mal, gucken wir uns das Ganze mal an und schauen, was der Markt hier entsprechend macht. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, wo ich auch bei der Theorie entsprechend auch gewesen bin, ich mache einfach mal hier oben für Sie den Deckel drauf. Das heißt, wenn man sich diese Range mal anschaut, ich meine, ich weiß, es ist jetzt noch zu früh nach der Range, die der Jens Klatt hier aufgezeigt hat, im DAX beispielsweise, aber diese Range so rein vom Grundprinzip ist halt so, dass man einfach sagt, okay, man hat jetzt hier den Index, den Eurostoxx 50 mal in seiner Ausprägung hier im 5-Minuten-Chart, der sieht nicht ganz so schick aus wie beim DAX, weil die Volatilität halt da ist oder nicht da ist. Und dann kann man sich hier genauso die entsprechenden gleitenden Durchschnitte reinlegen. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, welchen er genommen hat, aber Sie wissen, wie das geht. Sie gehen einfach hier oben drauf auf den Moving Average. Ich glaube, es war der 20er, den er hier drinnen hatte. Hier haben Sie dann noch die Wahl zu sagen, ob Sie Exponential, Smoothed oder Linear Weighted haben wollen. Das können Sie auswählen. Ich nehme jetzt einfach mal den simplen und er sagt ja, solange wie der Markt drüber ist, gehen wir Long und wenn er drunter ist, gehen wir Short. Der Markt ist hier drüber. Das heißt, nach seiner Strategie, wenn ich diese Lesweise richtig gesehen habe, würde das entsprechend hier eher den Markt nach oben befeuern als entsprechend nach unten. Wir schauen mal, was draus wird. Jens, wenn du das siehst und ich hier irgendwas falsch gemacht habe, guck ruhig mal drauf, kannst mir gerne den Tipp geben oder vielleicht auch mal schauen, ob diese ganze Strategie auch im Eurostoxx 50 läuft, weil dann haben wir hier eine tolle Sache, um zu sagen, okay, wenn das Ding im DAX nicht läuft, läuft es vielleicht im Eurostoxx 50 oder aber bei anderen Indizes. Wäre interessant, warum nicht? Das ist eine neue Handelsmöglichkeit, die man hier einfach auch abfrühstücken kann, wenn das Ganze hier miteinander läuft oder der ein oder andere Kunde sich sagt, nicht der Eurostoxx 50 als der DAX, gibt es ja auch, dann kann man das Ganze auch hier traden. Schauen wir mal, vielleicht mag der Jens den ein oder anderen Satz dazu verlieren. Also an dieser Stelle wieder ganz, ganz lieben Dank für die Live-Zuschauer hier an dieser Stelle. Allen gute Trades, einen erfolgreichen Dienstag und wir sehen uns dann morgen früh wieder, wenn es heißt Neue Handel. Ideen für den Mittwoch hier live um 8.30 Uhr auf Tickmill bei Facebook beziehungsweise um spätestens 8 Uhr hier der Blog auf tickmill.de beziehungsweise tickmill.com/de einfach zum Nachlesen und für all diejenigen, die das Video im Nachgang schauen, auf dem YouTube-Kanal von Tickmill. Ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Bis morgen, Ihr Mike Seidel.